Ich komme vom Lossehof, einer Gemeinschaft in Kassel, im Kasseler Raum, in einem Ort namens Kaufungen, der deshalb bekannt ist in der Kommuneszene, weil dort 1986 sich die Kommune Niederkaufungen niedergelassen hat. Und wir haben in demselben Ort eine zweite Gemeinschaft gegründet, eine Kommune, die dort einen alten Hof saniert, der an der Losse, ein Fluss, der durch dieses Tal fließt, liegt. 10.000 Quadratmeter Fläche, 17 Erwachsene, 8 Kinder, die da eben gemeinschaftlich wirtschaften und arbeiten. Und das alles zusammen in der Intercom-Region Kassel, eine Region, wo sich 5 Gemeinschaften angesiedelt haben, wo es noch Mehrgenerationen-Wohnhäuser gibt, die gerade am Entstehen sind. Es ist ja auch der Markt des Wohnens, der gerade so auftaucht. Eine Wagenburg, unterschiedliche Gruppierungen, die da dazu passen. Aber diese Intercom-Region sind erstmal 5 verschiedene Gemeinschaften und wir überlegen, wie wir in der Region gemeinsam über Gemeinschaftsgrenzen hinweg miteinander agieren können. Und davon ist eben der Lossehof ein kleines Projekt oder innerhalb dieses Verbundes. Es ist ein Trendchen. Ich glaube, oder ich hoffe auch, dass wir in einer Antwortbewegung sind zu einer individualisierten Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich auszeichnet letztendlich durch ihre eigene Zerstörung. Wir leben in einer Zeit der globalen Zerstörung von allem und das kommt an im Bewusstsein. Das hat viel damit zu tun, dass wir in einem kapitalistischen System leben, welches wir dringendst überwinden müssen, auch wenn wir nicht wissen, wie es geht, aber wir müssen uns auf den Weg machen. Und ich glaube, dass zunehmend mehr Menschen zum einen das erkennen, der Klimawandel drückt enorm. Wir wissen, wie die Beschleunigung zunimmt, dieser Veränderung. Wir haben überhaupt gar keine Zeit mehr, Alternativen aufzubauen. Aber ich glaube auch, dass die Individualisierung der Gesellschaft letztendlich dann doch nicht das ist, was sich diese 36% Single-Haushalte so mal erträumt haben, so will ich leben. Ja, das ist keine Antwort, das ist eine Folge von einem kapitalistischen System, weil letztendlich die Vereinzelung das ist, was Profit bringt. Mehr Waschmaschinen, mehr Bügeleisen, egal was. Je kleiner die Einheit, desto mehr Produkte werden gebraucht. Es gibt noch verschiedene andere Gründe, warum diese Vereinzelung stattfindet. Vermutlich, ich würde sagen, die Nutzung des Internets und die totale Vernetzung von allem ist letztendlich auch hat zur Folge, dass es zu Vereinzelung kommt, weil ich bin ja immer vernetzt. Also ich kann mir irgendwie die Illusion von Gemeinschaft, eine fraglos existente Lebenssehnsucht aufrechterhalten, bin es aber nicht. Und daraus entsteht letztendlich sowas wie ein kleiner Trend, der leider noch nicht so groß ist, wie er sein sollte. Und das hat viel damit zu tun, dass die Art und Weise, wie sich Gemeinschaften gründen, eben immer noch sehr erschwert wird. Wir haben ein Rechtssystem, welches es schwer macht, Gemeinschaften zu gründen. Wir könnten viel mehr Instrumente zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es gut, dass so eine Akademie wie hier letztendlich jetzt anfängt, ein Thema aufzugreifen, wo ich mir wünsche, dass jeden Monat eine Veranstaltung zu diesem Thema ist, weil auch eine evangelische Gesellschaft oder Akademie oder überhaupt eine Religion die Aufgabe hat, diesen Weg zu gehen. Und dann sind wir am Knackpunkt, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen, ist meines Erachtens absolut offensichtlich und trotzdem noch nicht im Bewusstsein aller angekommen. Die nächsten Schritte wären ein intensiver, offener Dialog der Politik mit dem Know-how, was zurzeit vorhanden ist. Wir haben in Deutschland 30 Jahre, mindestens 30 Jahre gemeinschaftliche Erfahrungen. Wir machen nicht mehr alle Fehler vom Anfang. Da ist ein Potenzial da, welches sich aufzeigen lässt, welche soziale Qualitäten, politische Qualitäten, ökonomische und ökologische Qualitäten einfach mal so produziert und auch abgibt an die Gesellschaft. Das heißt, die Lokalpolitik, die Regionalpolitik, vielleicht gar nicht an erster Stelle die Bundespolitik, wobei aber letztendlich es auch richtig wäre, die UN mit einzubeziehen und die Frage zu stellen, was muss da global eigentlich passieren? Aber mal runtergebrochen ist es die kleine Einheit, wo es eine Verständigung geben müsste und eine Neugier auf der Politseite im Sinne von, wir wollen was erfahren davon, was ihr macht, warum ihr es macht und welchen Profit wir als Gesellschaft davon haben, weil den können wir aufzeigen, diesen Profit. Und jetzt wissen wir aber, wenn wir ein Treffen machen, Kommunen, Gemeinschaften mit Bürgermeistern, dann sind die ganz schnell, fühlen die sich in der Enge, weil sie sehr schnell merken, oh, das Potenzial, was da ist, ist weit
über dem hinaus, was wir gerade so real umsetzen in der Politik, und distanzieren sie sich so, weil sie diesen Mangel erkennen. Wie wenn die Kommuneszene das den Bürgermeistern vorwerfen würde, ist ja okay, ja, aber dann lass uns da den nächsten Schritt gehen. Also das wäre, glaube ich, der erste Punkt, eine echte Dialogbereitschaft, ein Interesse daran zu sagen, wie bauen wir Gesellschaft um. Das darf man in Deutschland im Jahr 2017 eigentlich noch nicht sagen, dass wir auf das falsche Pferd gesetzt haben. Immer noch sagt dann irgendjemand, ja, der Kommunismus hat doch auch nicht funktioniert. Wie wenn es darum ginge? Wie wenn die Überwindung des Kapitalismus in irgendwas, was wir uns vorstellen, so war der Kommunismus, sein müsste? Das ist doch auch nicht die Lösung. Das weiß doch die Kommuneszene auch. In den Prozess müssten wir einsteigen, und dann folgt irgendwann, glaube ich, eine Regionalpolitik, eine Landespolitik, wo es ja auch schon Vorschläge gibt, was man da machen kann, und letztendlich auch bundespolitisch. Das wären aber erst die nächsten Schritte. Aber trotzdem, dieser ganze Prozess, mein Vorschlag, sollten wir in den nächsten 15 Jahren abgehandelt haben. Ja, mehr Zeit haben wir nicht zur Verfügung. Wenn wir uns Gemeinschaften und Kommunen und Ökodörfer anschauen, dann machen die eine ganze Menge. Aber was sie alle machen, ist, sie stärken die Kommunikationskultur. Und sie entwickeln eine hohe Qualität im direkten Austausch, sie entwickeln eine Qualität in der Kritik, im Annehmen von Kritik, also genau in den Dingen, die wir eigentlich brauchen, um in einer schwierigen Phase weiterzukommen. Weil wir müssen uns verständigen. Es geht nicht ohne Verständigung, und da entsteht ein hohes Kommunikationspotenzial. Ich glaube, was eigentlich alle Gemeinderäte oder Bürgermeister begreifen müssten, wäre, dass wir die Kommunikationsdichte in einem Ort erhöhen müssen. Wir müssen mehr Menschen, die bis jetzt nicht miteinander kommunizieren, also altersübergreifend, generationsübergreifend, schichtenübergreifend, nationalitätenübergreifend, in einen Diskurs bringen. Ja, es wird, wenn wir lang genug warten, kriegen wir die Befehle von oben, was gemacht werden muss. Ja, natürlich kann man irgendwann Klimawandel und irgendwelche zusammenbrechenden Strukturen dadurch lösen, dass jemand sagt, jetzt geht es in die Richtung, weil eine andere Chance haben wir nicht mehr. Wenn wir das nicht haben wollen, müssen wir davor beginnen, die Menschen in einen Kommunikationsprozess zu holen. Und das geht über eine Stärkung der Kommunikationsdichte. Dazu brauchen sie Know-how. Und dieses Know-how wird in Gemeinschaften permanent entwickelt. Wie ertragen wir Konflikt, ohne dass wir in eine Distanz gehen? Weil in Konflikt habe ich in der Gemeindevertretung auch. Das Resultat dieses Konfliktes ist aber Distanz, ist aber einfach ein Negieren, ein Nichtinteresse, ein Durchsetzen von Mehrheiten. Da ist keine Kommunikation mehr nötig. Aber was für eine kurzfristige Sicht auf die Dinge, jetzt zu glauben, Kommunikation ist nicht nötig. Was nötig ist, ist ein Gespräch, ist eine Gesprächskultur. Und das ist fraglos ein Beispiel, was Gemeinschaften einfach mal so haben und auch einfach mal so abgeben wollen. Das kostet auch nichts. Die Gemeinschaften würden alle ihre Errungenschaften einfach zur Verfügung stellen, weil sie wissen, okay, wenn wir miteinander leben wollen, wenn wir müssen diese Aufgaben miteinander lösen, dann brauchen wir diese Qualitäten, und deshalb könnt ihr sie haben. Die Frage, was mir selber dieses Leben gibt, impliziert so ein bisschen, dass es Alternativen gibt. Ich glaube, es gibt diese Alternativen überhaupt nicht. Wir werden diese Gesellschaft nicht transformieren können, wenn wir an Eigenheim, SUV und zweimal im Jahr in Urlaub fliegen festhalten. In den Phasen, wo es mir in dem Gemeinschaftsleben nicht so gut geht, überlege ich ja nicht, ob ich da gehe. So wie sich der Einfamilienhausbesitzer mit seiner kleinen Yacht am Starnberger See das ja auch nicht überlegt, sondern dann geht es halt so weiter. Es ist eine Antwort auf eine Notwendigkeit, die wir haben, die ich gehe, auch dann, wenn sie mir unangenehm ist. Unabhängig davon, es ist ein unglaublich reiches Leben. Ich bin mit so vielen Menschen in einem direkten Kontakt, mit so viel Wissen, mit so viel Kenntnis, mit so viel Zärtlichkeit, mit ausgetragenen Konflikten, mit gereinigten Auseinandersetzungen, mit geklärten Visionen, mit der Idee, gestalten zu wollen und der Hoffnung, es zu können. Immer mit der Hoffnung, dass es wirklich auch Sinn macht, ja, unabhängig davon, dass Hoffnung so ein betäubender Begriff ist. Wir haben keine Zeit zu hoffen, wir müssen was tun. Und
Und das ist in der vorhandenen Schönheit, in der Fülle, ein Leben, wo ich jeden Menschen nur empfehlen kann, schau das dir gründlich an, weil es eine Antwort ist auf Herausforderungen, die du da draußen in deinem schönen, großen, neuen Cayenne Porsche nicht lösen kannst. Das ist keine Option.